Das sind die drei EDC-Messer, die ich 2019 immer bei unterschiedlichen Anlässen dabei hatte. Und wenn du wissen willst, was die können und für welchen Einsatz ich welches Messer mitnehme, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da sind sie nun, das Soldatenmesser Victorinox, ja, dann den Leatherman Wave und dieses Tough, Mini Tough von Cold Steel. Und ja, schauen wir uns ganz einfach einmal an, der Reihe nach. Fangen wir an beim Soldatenmesser. Dass das Ganze natürlich wieder ein billiges Eigenwerbervideo ist, klar. Gebt unten den Link in meinen Shop natürlich zu diesem. Wir haben gebrauchte Victorinox-Messer. Und dieses Messer habe ich zum Beispiel beim Wandern oder wenn wir draußen unterwegs sind mit dabei. Du hast den großen Vorteil, du kannst es mit einer Hand öffnen. Ich weiß, böse in Deutschland, aber ich bin in Österreich. Dann, du hast eine sehr performante Säge, eine wirklich sehr, sehr brauchbare Säge. Angeschliffener Klingen, Rücken, alles top verarbeitet. Da gibt es überhaupt nichts. Dosenöffner mit kleinem Schlitzschraubenzieher, dann Flaschenöffner mit großen Schlitzschraubenzieher und hier hinten etwas, was man auch brauchen kann. Ja, super, wirklich ein super Teil. Normalerweise könnte man das ja auch an eine Kette anhängen. Ich habe das aber entweder im Hosensack oder, das ist nämlich mein Wanderset. Übrigens, die kannst du natürlich auch käuflich bei mir erwerben, diese Patches. Ich habe das im TT-Admin-Tool und zwar, oder Pouch, glaube ich, heißt der. Ja, auch den gibt es bei mir im Shop natürlich. Ich habe das genau hier hinten in dieser Tasche. Da habe ich dieses Messer mit drinnen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel wandern gehen, wenn wir unterwegs sind, wenn wir mit den Kindern unterwegs sind, vielleicht auch ein bisschen abseits der Wege, da ist nämlich mein GPS-Gerät drinnen. Das ist das Garmin 64S zum Beispiel. Tolles, wirklich ein tolles Gerät. Wenn dich übrigens Orientierung interessiert, gebe ich da auch unten den Link in meinen Orientierungs-Online-Fernlerngang. Dort kannst du dir zum Beispiel auch, da zeige ich auch genau, wie man das bedient, Orientierungsfähigkeiten aneignen, auch GPS, wenn du magst. Und ich weiß, es geht ja gar nicht um Messer, aber was interessiert dich vielleicht auch? Da habe ich einen Schreibblock dabei, Red in the Rain mit dem dazugehörigen Stift. Das ist so ein Mini-Stift, mit dem kann man auch das Handy bedienen, die Displays und halt einen kleinen Stift. Das ist super Sache. Wirklich geniale Dinge, diese Teile. Und hier habe ich eine Pinzette, eine Splitterpinzette für Zeckenziehen und so weiter. Das ist bei den Kindern ja auch immer wieder ein Thema. Und da sind dann, das habe ich jetzt momentan leider nicht, aber normalerweise habe ich da so einen USB-Stecker fürs iPhone. Zeige ich ein anderes Mal, was ich damit meine. Aber wie auch immer, das Messer passt da genau rein, auch mit dieser gesamten Ausrüstung. Passt das einfach top hinein. So. Und das ist das Backerl, Molle-kompatibel, wobei ich habe es immer im Rucksack. Und ist eine tolle Sache, gefällt mir sehr gut. Das heißt, dieses Messer habe ich so als Wandermesser mit. Und ich glaube, wenn man das so führt, ist das vielleicht auch in Deutschland erlaubt, ohne dass man gleich als Terrorist abgestempelt wird. Aber schreib unten einen Kommentar, wie du das siehst. Dann, Nummer 2 ist der Leatherman Wave. Den habe ich ganz einfach auch in einem Tasmanian Tiger Taschel, in einem Tool Pocket S. Ja, gebe ich da auch unten natürlich den Link in meinen Shop. Da passt er nämlich genau rein. Ich habe auch einen Search, einen Leatherman Search, da gebe ich da oben den Link dazu. Aber der ist viel schwerer als dieser kleine Wave hier. Der hat die richtige schöne Größe und auch das richtige Gewicht und du kannst trotzdem alles tun. Das heißt, im urbanen Bereich, wenn ich unterwegs bin, habe ich den hier einstecken. Einfach aus dem Grund, weil das reicht. Wenn ich Survival Trainings zum Beispiel mache, dann gehe ich mit dem großen Search raus, weil da kann ich auch auf eine größere Säge umsteigen und auch bei Bushcraft-Treffen oder bei einem, wenn wir in einem Bushcraft-Camp unterwegs sind, gebe ich da natürlich auch um meinen Weg, ist ganz klar, dann habe ich den großen mit dabei. Der hat mir übrigens, nicht der große, sondern der kleine hat mir den Hintern gerettet, weil es war ein Besucher da im Bushcraft Camp mit seinen 3 oder waren es 4 Kinder? Ich muss jetzt lügen, aber 3 waren es auf jeden Fall, mit seinen 3 Kindern, mit seiner Frau. Und aus München ist er hergekommen. Wenn du das Video siehst und wenn ihr mich seht, dann hallihallo, schön, dass ihr da wart. Es hat mich sehr gefreut. Auf jeden Fall mussten wir in dem Zelt von dem Bushcraft Areal einen Ofen einbauen und da mussten wir das ausschneiden, damit wir durch die Zeltwand durch konnten, damit wir dann den Zeltofen einheizen konnten und das Ganze war bei Regen und bei Wind. Und das war wirklich, joey, ja, und
Während die Kinder sind bei mir draußen gestanden und ich bin heraus und habe, das musste man mit einem Schrauben, also das war so eine Schraube von innen und außen eine Mutter und ich habe die Mutter festhalten müssen und es war schon kalt und nass und das habe ich mit dem Whey festgehalten und der Besucher, der Papa sozusagen, der hat von innen drinnen mit einer kleinen Ratsche und haben wir das angeschraubt und glücklicherweise hingebracht, aber war eine sehr nasse Angelegenheit. Das heißt, auch wenn ich immer wieder höre, eine Zange braucht man im Wald nicht und eine Zange, der braucht eine Zange, der braucht eine Zange. Klar, wenn ich nichts tue, brauche ich auch keine Zange. Wenn ich aber, sobald ich irgendwo im handwerklichen Bereich ein bisschen was tue, dann brauche ich eine Zange. Selbst wenn ich draußen bushcrafte, brauche ich eine Zange, damit ich, ich zumindest, ja, man kann sich was schnitzen auch, aber bin ich einfach zu faul dazu. Nein, aber wenn ich eine Zange habe, brauche ich das nicht, damit ich das Heferl rausnehmen kann, damit ich einen Knoten aufmachen kann. Eine Zange braucht man einfach mit dabei, so sehe ich das und daher ist das auch ein Tool, das ich im urbanen Bereich oder im suburbanen Bereich oder wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und nicht Offroad unterwegs sind sozusagen, dabei habe. Also gut, das ist jetzt Nummer 2. Und ja, der hat alles, was er kennt. Das ist wirklich ein wirkliches Top-Teil, da gibt es überhaupt nichts. Und dann Nummer 3, das ist dieses kleine Teil hier, den gibt es noch einmal kleiner, den gibt es noch als Mini, den habe ich auch, aber den habe ich dann nicht so oft dabei oder seltener dabei, weil der dann, Einhandöffner, der auch verriegelt mit Backlock hier hinten, ja, oder ich weiß nicht, das heißt Tri-Lock bei Cold Steel, ja, schreib mal einen bösen Kommentar, dass ich das nicht richtig gesagt habe, ist mir auch recht. Aber das Schöne ist, du hast hier einen schönen Griff, wo man das Messer halten kann, kannst schön damit arbeiten, ist auch zum Wurst runterschneiden, richtig schön. Du hast eine schöne, performante Spitze, wenn man was tun will, und das fällt nicht auf, weil es so leicht ist. Das Messer ist so leicht und einfach ein Traum. Und hier übrigens auch ein Messer, wo wir, bei dem mir diese diese Zeigefinger-Ausnehmung, wie auch immer das heißt, schreib mir auch einen Kommentar, wenn du weißt, wie das ist, sehr gut gefällt, weil man dadurch richtig schön weit vorne hingreifen kann und das Messer besser in der Hand hat. Für den Power Cut, und ich weiß, manche machen sich da lustig drüber und das darfst du auch natürlich tun, ich finde es eh lustig, dass ich Power Cutte, ja einfach aus dem Grund, weil ich dadurch einfach durch die Schultermuskulatur, durch das ganze Bogenschießen und alles einfach viel mehr Kraft habe als da. Da bin ich Bart's Woch, wie man in Österreich sagt, aber da hinten Schultermuskulatur. Nein, also da kann man ganz einfach viel kräftiger und schneller und effektiver schnitzen. Und da ist dieses Messer natürlich nicht so ideal, weil du dir diese Ausnehmung hier genau da reinrahmst und das ist irgendwie nicht so toll. Aber dafür ist es auch nicht gemacht. Das ist so ein Alltagsmesser. Wo habe ich das? Immer. Weil es einfach nicht auffällt. Das kannst du überall einstecken und es fällt einfach nicht auf. Ich weiß, in Deutschland, aber ich bin halt nicht in Deutschland. Daher, ich habe das einfach immer dabei. Das ist irgendwo im Hosensack, oder? Wenn ich bei der Hose ist, mache ich mit dem Clip an. Also dieses Messer habe ich so gut wie immer dabei, als, ich meine, ich habe eh immer mehrere am Mann. Aber weil es einfach so leicht ist und trotz alledem extrem scharf, wirklich sehr, sehr scharf, hui, hui, und einfach alles mitmacht. Das waren meine 3 und jetzt mag ich dir was fragen. Was sind deine 3? Was sind deine 3 Messer, die du einsetzt, die du als EDC-Messer 2019 dabei gehabt hast oder noch immer dabei hast? Schreib mir die unten als Kommentar, das interessiert mich. Und vielleicht, und gleich als Ausblick, hast du auch so einen Knall wie ich, vielleicht nicht, aber vielleicht doch, ja, und überlegst dir schon, was deine 3 EDC-Messer 2020 sind. Dann schreib sie mir auch schon, als kleine Inspirationsquelle für mich, nämlich sag du mir, was wären auch für mich, ja, mit dem Einsatzgebiet, den ich dir jetzt gesagt habe, die 3 Top EDC-Messer fürs 2020. Ich werde mal was raussuchen und dann mir 3 Messer aussuchen und die dann auch vorstellen und ein Jahr lang mit mir herumtragen und dann wieder einen Bericht dazu machen. Ich sage auf jeden Fall danke, Daumen nach oben, Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zu all den Produkten findest du unten. Dein René Rossmann, hat mich gefreut und bis bald. Ciao.